Aus der Tarnung heraus gab sich das österreichische Bundesheer hier in der Hessen-Kaserne in Wels. Gehen Sie mit uns durch die Kaserne und erleben Sie die traditionelle Panzergeschichte des Panzerbataillons 14. Aber auch das Heereslogistikzentrum, ein wichtiger Versorgungsteil des Bundesheeres, ist in Wels stationiert. Am Tag der offenen Tür gab es eine Waffenschau und viel Information. Herr Oberst Glaser, die österreichische Armee, das österreichische Bundesheer ist eine Friedensarmee. Hier in dieser Werkstätte werden Kraftfahrzeuge repariert und auch Lehrlinge ausgebildet. Wie wichtig ist das Thema Lehrlingsausbildung für das Bundesheer? Das Thema ist seit 1982 sehr wichtig, da haben wir begonnen und wir werden in ein paar Jahren den 200. Lehrling hier in Wels ausgebildet haben. Welche Berufssparten kann man da erlernen? Ja, wir bieten in der Hessen-Kaserne Wels 12 verschiedene Berufe an, vom Berufskraftfahrer, Betriebslogistiker, Elektroniker, IT-Techniker, Kraftfahrzeugtechniker, Lackiertechniker, Mechatroniker, Metalltechniker, Koch, Kellner, Sattler, Tischler und Verwaltungsassistenten. Und man kann sich aber auch als Rekrut bewerben, um eine Offiziersausbildung zu machen, wenn man sich verpflichtet. Ja, natürlich, wenn man die notwendige Eignung hier aufweist und die wird auch hier in Wels beim Heerespersonalamt überprüft, diese Offiziers- und Offizierseignung, dann kann man das machen. Vor dem Kommandogebäude der Hessen-Kaserne findet man auch jene Panzer, die damals in Wels stationiert waren. Mit diesem M24 Jeffy auch genannt, einem leichten Aufklärungspanzer, begann die Panzergeschichte in Wels. Das Panzerbataillon 14 hatte ab Mitte der 60er Jahre so an die 40 Stück im Bestand und die Türme, sprich die Hauptbewaffnung, wurde dann in feste Anlagen, zum Beispiel auch im Sperrzug Klaus in Oberösterreich, eingesetzt. Ein paar kurze technische Daten, der M24 war äußerst beweglich, er ging an die 60 km/h und ich selbst bin ihn damals bereits gefahren. Die Bewaffnung bestand aus einer 7,5 cm Bordkanone, zwei Maschinengewehren Kaliber 7,62 und einem Fly-MG 12,7 mm. Für damalige Verhältnisse war der Panzer sehr gut bewaffnet. Erstmals gebaut im Jahr 1945 bei den Amerikanern im Einsatz. Anschließend ging er an fast alle NATO-Armeen der Welt. Den M24, den wir Ihnen jetzt kurz vorgestellt haben, ersetzte dieser M47. Der M47 kommt ebenfalls aus Amerika, diente im Koreakrieg und ging anschließend an alle NATO-Armeen der Welt. Bewaffnet war mit einer 9 cm Bordkanone, zwei Maschinengewehren 7,62 mm und einem Fly-MG 12,7 mm. Dieser Panzer hat eine sehr komplizierte Feuerleiteinrichtung und den ersten Infrarot-Entfernungsmesser. Beim Bundesheer gab es insgesamt 170 Stück, die im Rahmen des Military Assistance Program von Amerika nach Österreich geliefert wurden. Und so ein Panzer kostete damals ungefähr 1 €. Der nächste Panzer nach dem M47 war der M60A3. Dieser Panzer war der letzte der Patton-Serie der US-Armee. Die Hauptbewaffnung bestand aus einer 10,5 cm M68 Panzerkanone, die auch im englischen Centurion und im deutschen Leopard 1 zur Verwendung kam. Diese Panzer wurden nach Einführung des Leopard 2 in Österreich an die ägyptische Armee weiterverkauft. Aber nicht nur Panzer gab es zu sehen. Herr Vizeleutnant, ein gigantischer Stapler fährt hinter uns. Um welches Gerät handelt es sich hier? Es handelt sich um einen Stapler der Marke Herbst. Der hat ein Gewicht von 56 Tonnen, kann 24 Tonnen heben, beziehungsweise 16 Tonnen in dritter Lage, das heißt auf über 7 Meter. Und was passiert mit diesen Containern, die hier verladen werden? Ja, wir haben hier Container in der Kühlcontainer, WC-Container, Duschcontainer und Seekontainer. Und auf Bedarf der Truppe werden die ausgeliefert bzw. zurückgeholt, gelagert, gereinigt und instand gehalten. Auch die Tradition heute hier am Tag der offenen Tür. Als es diese Uniform gab, gab es noch keine Panzer. Aber was zieht Sie zum Bundesheer? Ich habe bei den Hessen in Wels gedient. Und seitdem bin ich ein Hesse, weil Hesse ist mir grundsätzlich erlebter Klang. Es ist eine Berufung und kein Beruf. Nicht? Hinter mir steht einer der noch modernsten Kampfpanzer der Welt, der Leopard 2A4, der erst kürzlich in Grafenwöhr die Europa- oder Weltmeisterschaft gegen die NATO und gegen die Ukraine gewonnen hat. Dieser Kampfpanzer ist bewaffnet mit einer 120 mm Glattrohrkanone
und zwei 7,62 mm MGs und hat ein Kampfgewicht von ca. 60 Tonnen. Sie als Sicherheitsreferent, sind Sie da stolz drauf, dass die Österreicher, dass die Welser quasi die Panzerweltmeisterschaft gegen die NATO gewonnen haben? Ja, ich bin das nicht nur als Sicherheitsreferent stolz, sondern auch als ehemaliger Milizoffizier. Das zeigt mir, dass die Qualität beim österreichischen Bundesheer immer noch sehr hoch ist und ich glaube, dass wir teilweise unser Licht unter den Scheffel stellen. Dass die österreichischen Soldaten können sich international, ganz egal auf welcher Ebene, messen und das ist auch gut so. Ja, anfänglich waren die Österreicher noch ein bisschen belächelt, wie wir dann aber eine Disziplin nach der anderen gewonnen haben, ist der Respekt natürlich stark gestiegen und zum Schluss waren dann alle sehr überrascht, aber haben uns den Erfolg gerne gegönnt. Ich habe es aus den Medien entnommen, dass die 14 hier Weltmeister geworden sind, mit eigentlich einem veralteten Gerät gegenüber den anderen, die top modern, top hoch aufgerüstet sind, haben sich die 14er bewährt, sind Weltmeister geworden. Da kann man wirklich nur Astadt Wels herzlich gratulieren. Überhaupt sind wir sehr stolz, dass die Kaserne Wels hier stationiert ist und auch diese jahrzehntelange Partnerschaft zwischen der Stadt Wels und der Kaserne funktioniert da wirklich bestens. Kann man nur sagen, spitze. Traumhaft, was die Burschen geleistet haben. Man kann auch nur gratulieren, dass wir einfach so einen passenden Bundesminister für die Landesverteidigung haben, in Hans-Peter Groskozil, weil früher waren die Sachen eigentlich gar nicht alle möglich, weil einfach so viele Sparmaßnahmen waren. Zwei Relikte aus der Vergangenheit stimmten Moderator Heli Moser nostalgisch, aber auch kritisch. Etwas Nostalgie aus der Zeit der Raumverteidigung haben wir auch hier in der Hessen-Kaserne gefunden. Hinter mir ein Panzerturm Centurion, der in 500 festen Anlagen und in anderen Turmvariationen eingebaut war. Dieser Panzerturm stammt vom Landwehrstammregiment 41, die 2. Sperrkompanie. Die Zahl 412 zeigt, dass dieser Turm in einem wichtigen Schlüsselraum bei Mauthausen eingesetzt war. Mit dabei auch noch ein Relikt aus Darabosch-Zeiten. Sie sehen hinter mir die modernsten Abfangjäger, die unser Norbert noch bestellt hat. Das war Einsatz, unser Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Und wir verabschieden uns aus der Hessen-Kaserne vor einem sogenannten Turmsimulator für den Leopard 2A4. Ich sage danke fürs Zusehen, bleiben Sie auf diesem Kanal und wir sehen uns wieder in 4 Wochen mit einem Spezialthema Sicherheit in Steyr.